und herzlich willkommen zur nächsten Folge der PHP Series. Das müsste mittlerweile schon Folge 7 sein und beim letzten Mal hatten wir halt MySQL gemacht. Und heute möchte ich mit euch einmal Arrays machen, beziehungsweise so ein paar kleine Sachen, die auch mit Arrays zu tun haben. Denn PHP ist ein bisschen anders als Java. In Java werdet ihr es kennen, ihr kennt die einfache Vorschleife oder zumindest die Vorschleife für Sachen in einem Array, das wäre halt vor int x Doppelpunkt und dann halt Items, das wäre jetzt halt ein Beispiel, das heißt, wir hätten jetzt unsere Array Items und die geben wir dann immer auf das Int x und können das hier übergeben. Das Ganze gibt es aber in PHP nicht. PHP kennt zwar die Vorschleife, aber kennt nur die Vorschleife als halt Geschichte für die Iteration, also vor Int i gleich x, i kleiner dann 12, x plus plus sowas, ne? Das kann für solche Sachen hier hat aber PHP die For-Each-Schleife und die möchte ich einmal zeigen. Also prinzipiell ist es in Java auch die For-Each-Schleife. Nur in Java ist es beides For. In PHP haben wir For-Each und dann haben wir jetzt in diesem Fall zum Beispiel dann $items as $item. Und das ist die For-Each-Schleife. Relativ simpel. Was jetzt halt so ein bisschen wichtiger ist jetzt für die Arrays heute, ist halt auch, wie genau ist ein Array aufgebaut. Es gibt halt ein paar mehr Methoden in PHP. In diesem Fall, ich mache jetzt einfach ein Beispiel-Array, das wäre einmal Items. Und das ist einfach eine normale Array hier. Das heißt, geschweift, ja, also wir haben jetzt hier diese geschwungenen Klammern, die eckigen Klammern und können jetzt hier rein dann halt eintragen Test. Dann haben wir Test 2. 1, 2, 3, 4, 5. So, das wären jetzt sozusagen unsere 5 Inhalte dieser Array. Es gibt auch noch die Key-Value-Array, wie ihr sie auch von PHP kennt. Besser, ihr kennt sie in PHP als Hash, nicht in PHP, in Java als Hashmap. Das Ganze wäre Items mit Keys. Das ist dann halt jetzt zum Beispiel Test, bildet ab auf Test 1, 2, 3, 4. Und Test 2 bildet ab auf Test 1, 2, 3, 4, 5. Und das bildet ab auf Hallo. So, das heißt, Item Keys sozusagen wäre halt ungefähr eine Hashmap in Java. Items wäre jetzt halt eigentlich ein normale Array. Für die Leute, die noch gar nichts mit zu tun haben, ne, also das Ganze ist halt einfach hier eine normale Liste sozusagen. Man hat halt mehrere Inhalte da drin. Und bei dem zweiten haben wir halt eine Liste, die aber sozusagen, man kann jetzt am Ende sagen, okay, ich möchte jetzt gucken, was Test ist. Und dann kriege ich halt, wenn ich nach Test suche, dann kriege ich halt dieses Ergebnis zurück. Das ist halt sozusagen diese Key-Value-Array, die es dann halt sozusagen in Java halt als Hashmap gibt. In PHP ist es auch eine Array. Ja, dementsprechend einfach nur mal so ein bisschen zu zeigen, was macht das Ganze. Jetzt habe ich hier schon Items as $item. Das heißt, wir gehen jetzt hier, iterieren jetzt einfach die Items durch. Und jetzt machen wir mal hier Echo und dann halt $item. Dann halt, wie schon in der letzten Folge habt ihr gesehen, den Punkt, damit wir halt sozusagen das erweitern und geben jetzt hier ein BR an als Zeilenumbruch und ein Silikolon. Das heißt, wir werden jetzt hier alle Items zueinander bekommen. Um das Ganze mal zu testen, haben wir hier jetzt unseren Testserver. Hier können wir einfach die Seite einmal neu laden. Und ihr seht, hier steht jetzt Test 2, 1, 2, 3, 4, 5. Und hier oben ist das Test. Ich sollte vielleicht hier vorne einmal das mit einem Zeilenumbruch ausgeben. Das können wir mal kurz machen. So. Hier setzen wir mal in den Zeilenumbruch rein, ein paar mehr Zeilenumbrüche, dann machen wir H3 Arrays und dann machen wir nochmal einen Zeilenumbruch. So, und dann ziehe ich das noch rüber. So, jetzt könnt ihr es einmal sehen, wenn ihr es neu laden, seht ihr jetzt hier Arrays, Test 2, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die Inhalte unserer Array. So, jetzt gibt es aber auch noch den Fall, dass wir jetzt sozusagen mit Key-Value arbeiten möchten. Das können wir halt einmal machen in der For Each, zum Beispiel Item Keys wäre jetzt ja sozusagen eine Key Value Array. Und dann können wir as Item sagen oder as Key und dann hierüber $Item. Was macht das Ganze? Wir haben ja sozusagen das hier, es ist sozusagen eine Abbildung von dem, wie wir es hier oben haben. Das heißt, unser Key, der hier in der Array drin ist, bildet hier ab auf das Value. Und dann können wir das Ganze auch hier setzen, nämlich as Key bildet ab auf Item. In diesem Fall können wir auch jetzt mal Value nennen und dann können wir sagen hier Echo und dann halt Key Doppelpunkt Punkt $Key Punkt und dann die Item Doppelpunkt Punkt $Item. So,
und das ist ja gar nicht mehr das Item, sondern das ist Value, sorry. Und hier schreiben wir auch Value hin. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, wir werden jetzt unsere Key Values bekommen. Das Ganze können wir aber jetzt, ich habe es jetzt da schon einmal. Ah, ist gebaut. Ah, Item Keys. So, jetzt seht ihr es, da war ein Tippfehler. So, jetzt laden wir es einmal neu. Jetzt seht ihr hier Key Test, Value Test 1, 2, 3, 4. Key Test 2, Test 1, 2, 3, 4, 5. Key 1, 2, 3, 4, 5 ist Value. Hallo. Das seht ihr hier vorne, ist ja hier oben so eingetragen. Ja, und das ist sozusagen, wie wir sozusagen die iterieren. Das heißt, so könnt ihr mit ForEach dadurch arbeiten. Jetzt haben wir auch noch den Fall, wie kann ich sozusagen jetzt nur ein bestimmtes Item suchen. Das machen wir jetzt hier einmal. Wir geben jetzt einmal hier aus, Echo, $itemKeys. Und dann kann man jetzt sozusagen suchen über unsere Keys. Das ist jetzt über 1, 2, 3, 4, 5. Wenn wir sozusagen jetzt ItemKeys 1, 2, 3, 4, 5 ausgeben, kriegen wir Hallo. Stelle. Das können wir jetzt hier einmal machen. Wird jetzt hier auch, hier wird jetzt Hallo ausgegeben. Und so kommen wir dann halt auf den Wert innerhalb dieser Array. Und das sind sozusagen die Arrays in PHP. In Java kennt ihr sie halt eher als Hashmap oder Listen. Das Ganze ist eigentlich recht simpel. Ihr könnt da rein alles speichern. Ich habe jetzt hier mit Strings gearbeitet. Ihr könnt das Ganze auch mit Ints machen. Ihr könnt da rein auch eine Array speichern. Ihr könnt eigentlich alles rein speichern. Und ja, das ist sozusagen wie Arrays in PHP funktionieren. Ihr könnt das auch mixen, also ihr müsst nicht halt jetzt immer, ihr habt jetzt hier Strings, ihr könnt jetzt aber auch hier zum Beispiel hier einen String machen und hier dann jetzt eine Zahl reinmachen, das würde auch funktionieren. Ja, und das ist halt so, wie das Ganze funktioniert in PHP und ich hoffe, das war für euch einigermaßen verständlich und ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.